Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden von Modellbahnshop Lippe. Wir machen jetzt einen weiteren Neuheitenbericht und sind jetzt am Stand bei Lemke und besprechen mit Tobias Lemke. Guten Tag erstmal. Hallo. Wir werden jetzt etwas über Neuheiten berichten. Wir fangen an mit einer relativ großen Dampflok aus dem amerikanischen Bereich. Da kommt die Big Boy ins Sortiment. Richtig, wir haben das Glück, die Class 4000, die ist auch bei uns im Neuheitenkatalog drin, über Kato beziehen zu dürfen. Das ist eine der größten Dampfloks der Welt, die 1941 gebaut wurde und im Jahre 2019 restauriert wurde, sodass sie jetzt bei der Union Pacific in den USA noch im Einsatz ist, die auch im Spur-N-Bereich ein entsprechendes Format hat. Deswegen braucht man ein bisschen Platz, aber es ist, nachdem man etwas länger schon auf eine Dampflok wieder gewartet hat im Spur-N-Bereich, ist es eine Erlösung, mal wieder was in dem Bereich zu bekommen. Auf jeden Fall, der Big Boy ist auch eine sehr interessante Lok, die auch viele Anlagen bestimmt sehr gut bereichern wird. In welche Ausführung kommt er denn? Der Big Boy oder Class 4000, die haben wir in den Ausführungen analog, digital und mit Sound. Und die Soundversion, die wird einen amerikanischen Sounddecoder von der Firma Soundtracks haben. Und soweit ich das gehört habe, ist dieser Sound richtig knackig, richtig gut und passt einfach zu so einer starken Dampflok. Und sie läuft auch viel besser mit Sound. Wir haben ganz andere Eindrücke von der Lokomotive, wenn sie mit Sound läuft. Für so eine große Lok braucht man auch wahrscheinlich einen Mindestradius. Gibt es da einen ungefähren Radius, den man nennen kann, dass die Lok problemfrei laufen kann? Den gibt es mit Sicherheit. Das müssen wir aber erst noch testen. Ich würde aber vom Radius 1 abraten, weil auch im Original würde wahrscheinlich so eine Dampflok nicht um so einen engen Kurvenradius gehen. Da ist ein Schaden des Gestänges wahrscheinlich vorprogrammiert. Also lieber in Richtung Radius 2 oder 3 gehen. Da sind wir auf der sicheren Seite. Sieht natürlich auch besser aus. Zweifellos. Schöne Neuheiten gibt es natürlich auch aus dem deutschen Raum. Die haben die V36, die ist überarbeitet. Was ist neu an der V36? Wir haben bei der V36, die haben wir ja schon ausgeliefert ein paar Mal. Wir haben mittlerweile einen neuen Motor dort eingebaut oder wir werden einen neuen Motor einbauen, der einfach bessere Laufeigenschaften garantiert. Und da dieses Modell ja, sag ich mal, in der Nachkriegszeit und auch während der Kriegszeit überall in Deutschland zu finden war, ist es einfach für uns in dem Bereich Epoche 2 und Epoche 4 ein Dauerbrenner, weil der einfach überall einsetzbar ist. Dieses Modell bringt ihr auch in mehreren Varianten, mehreren Ausführungen. Was sind denn so die wichtigsten Ausführungen der V36? Also wir haben hier auch im Prospekt gut sichtbar, wir haben hier verschiedene Unterschiede in den Bauarten, also in den Epochen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier die DB-Version nehmen mit der Kanzel obendrauf, das ist eine sehr interessante Version. Die hat man gebraucht, um eben, wenn man die V36 als Schublok verwendet hat, höher gelegene Wagen zu überschauen. Das war ein ganz spannendes Thema. Da gibt es auch schöne Bilder mit, glaube ich, einem VT 137. Dann haben wir die SNCB-Version, die ist neu. Wir machen Epoche 2 Wehrmacht und noch eine VTG in Epoche 3, 4. Insgesamt einfach ein paar schöne neue Farbvarianten oder Designvarianten für die V36. Die Lok ist relativ klein. Was man das relativ klein? Kann man da auch einen Digitaldecoder nachrüsten? Digitaldecoder kann man nicht mehr nachrüsten. Da ist einfach der Platz im Moment nicht da. Wir werden gleich, also wenn wir zum Beispiel in die Richtung E60 gehen, hier haben wir ein bisschen mehr Raum. Da haben wir auch dann noch eine Besonderheit in der Digitalplatine. Aber bei der V36, da ist einfach kein Platz. Können Sie schon etwas zum Liefertermin sagen, ungefähr wann die Lok? Wir rechnen mit der Auslieferung der V36 im Laufe des Jahres. Ich gehe von Sommer, Herbst aus, wobei es schwierig ist, das in diesen Zeiten zu sagen, weil im Grunde
man immer mit einer Knappheit rechnen muss von einem Bauteil, wodurch wir dann wieder in Verzug kommen. Daher ist es schwer, hier klare Aussagen zu treffen. Aber ich bin optimistisch für, ich sag mal, Quartal 3 in diesem Jahr. Also warten lohnt sich auf jeden Fall. Unbedingt vorbestellen bei uns, dann gibt es die Benachrichtigung, sobald die Lokomotive eintrifft. Weitere Neuheiten, die Noab-Rundnasen, die auch wieder zahlreich bei Ihnen im Sortiment erscheinen. Da steht auch limitiert, steht mit im Prospekt, also die Auflage ist nicht so groß. Richtig, die Noab, das ist ein Wunschmodell unserer Endkunden. Das haben wir häufiger, haben wir eben E-Mails, Nachrichten, Telefonate in Richtung Noab bekommen. Wann kommt dann noch eine Wiederauflage? Die letzte Version davon haben wir vor circa 10 Jahren gemacht. Die war sehr erfolgreich, wird auch von Kato produziert für uns. Und limitiert heißt in dem Sinne, dass wir aufgrund der Vielzahl der Designvarianten, die wir haben, wir haben ja im Neuheitenkatalog, bieten wir 7 Designvarianten ab. Im Grunde für jeden Geschmack ist da was dabei. Und limitiert in dem Sinne, um auf die Frage zurückzukommen, wird es wahrscheinlich um 150 bis 250 Stück sein. Im Grunde sind alle Loks bei allen Herstellern immer limitiert. Will sagen, wer vorbestellt, der kriegt auf jeden Fall garantiert eine. Wer zu lange wartet, der kann unter Umständen leer ausgehen. Bei der Noab kann man einfach mal bei uns gucken, was gefällt. Und dann über Modellbahnshop Litte auch bestellen. Es gibt auch eine ganz besondere Lackierung unter den ganzen Noabs. Ich würde mal sagen, eine ganz filmreife Lok ist da auch darunter. Das ist eine filmreife Lok, genau. Es gibt einfach, ich finde es eine schöne Geschichte, die Great Northern Version, die wir hier machen. Das ist eine Farbvariante, die wurde extra für einen Film gemacht. Der Film nennt sich Dancer in the Dark. Und fährt heute auch noch immer so in der Lackierungsvariante. Darüber hinaus haben wir noch die Altmark-Version, die optisch sehr ansprechend ist. Und ja, im Grunde verschiedene Bahngesellschaften. Jeder hat eine eigene Design-Variante und ist es bestimmt was für jeden dabei. Da bin ich mir sicher. Wir haben schon eben das Thema kurz angeschnitten. Es kommt auch eine E60 bei Ihnen ins Sortiment und diese wird auch in 3 Epochen aufgelegt. Genau, wir haben die E60, wir haben ja im letzten Jahr die E63 gemacht, das heißt die logische Konsequenz ist die E60, eine sehr schöne E-Lok, die wir in den Epochen 2 bis 4 machen. Die Besonderheit hier ist, dass wir die Analogversion mit Next 18 Schnittstelle ausrüsten. Und in der Digitalversion werden wir von ESO eine Digitalplatine einbauen, die einen Pufferspeicher hat. Also für besonders gute, weiche Fahreigenschaften ohne Stromunterbrechung optimal. Absolut, absolut. Und trotz der Größe, hier passt es halt rein. Das ist, wenn man die Konstruktion, das ist eine Formneuheit von Hobbytrain, wenn man hier die, sag ich mal, solche Sachen in der Konstruktion berücksichtigt, dann ist es immer einfacher, hier was einzubauen. Gibt es denn schon einen Liefertermin zu der E60? Liefertermin ist schwierig zu sagen, das ist eine Formneuheit. Das heißt, wir haben noch eine Menge Vorbereitung, bis wir die Werkzeuge erstellen können. Ich rechne hier mit einer Auslieferung Mitte nächsten Jahres. Aber aktuell ist es halt schwierig zu sagen, weil die Voraussetzungen sich fast monatlich, wöchentlich ändern. Da einfach mal am Ball bleiben und Webseiten gucken. Da werden wir dann die Updates auch weitergeben. Eine weitere Neuheit, die uns aufgefallen ist, ist der Railjet. Der kommt auch ins Lemke-Sortiment und zwar in 2 richtig schönen Varianten. Welche Varianten können sich die Spur-N-Bahner da freuen? Der Railjet ist ja auch immer ein Dauerbrenner bei Hobbytrain. Und es gibt hier 2 neue Farbvarianten, Designvarianten. Das ist quasi das 8-teilige Set mit Taurus-Lok 1116 und den 7-teiligen Wagen. Wir haben hier eine Besonderheit, dass die Version
100 Jahre ÖBB eine Art Bewerbungszug ist. Das heißt, die ÖBB, die altert, und die Aktion von der ÖBB ist, dass jetzt quasi 100 Leute aus verschiedenen Segmenten innerhalb der ÖBB Statements auf die Lok quasi gedruckt haben, aus den verschiedenen Bereichen, wie es ist für die ÖBB zu arbeiten, was sie bei der ÖBB machen, um auch junges Publikum, jüngere Leute zu motivieren, sich mal bei der ÖBB zu bewerben. Weil Fakt ist, und das habe ich gelesen, das steht auf der Webseite von der ÖBB, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre ungefähr ein Fünftel der Mitarbeiter in Rente geht und hier dringend auch Nachwuchs gesucht wird. Finde ich irgendwie eine lustige Idee, dann eben den Zug dafür zu verwenden, einfach auf sich aufmerksam zu machen. Auf jeden Fall. Beim modellbaren Nachwuchs ist es auch nicht ganz interessant, wenn ein Zug auf seiner Anlage hat und vielleicht noch keinen Berufswunsch hat, kann er auch dann zur ÖBB wechseln. Zum Beispiel, ja. Dann haben wir noch die Version des Klimatickets, auch farblich sehr ansprechend. Ist schön gemacht und wirbt eben für das aktuelle Klimaticket bei der ÖBB in Österreich. Jetzt kommen wir von den Schienenfahrzeugen zu den Straßenfahrzeugen. Und zwar eine Neuheit, die sicherlich auch sehr gut ankommt bei den Spurrennbahnen, ist der Fuchsbagger. Richtig. Auch der kommt in 3 Ausführungen bei Ihnen im Sortiment. Genau, wir haben hier beim Fuchsbagger, den haben wir uns als Formneuheit auch vorgenommen, weil wir die Konstruktion extrem interessant finden, weil die ist sehr pragmatisch, aber höchst effektiv. Und gerade in der Nachkriegszeit zum Wiederaufbau war der im Prinzip auf jeder Baustelle in Deutschland sichtbar. Und wir werden hier 3 Varianten erstmal neu machen. Und zwar haben wir hier, was den Arm angeht, 2 unterschiedliche Versionen, den Gitterastarm und den Vollrohrarm. Und dann eben verschiedene Farbvarianten. Das sind die klassischen Farbvarianten, die wir hauptsächlich jetzt gefunden haben bei unseren Untersuchungen und Nachforschungen. Hier wird es wahrscheinlich noch zig andere Farbvarianten und vielleicht neue Armvarianten geben. Aber Fakt ist, dieser Fuchsbagger ist einfach ein wunderschönes, authentisches Modell. Und das sollte eigentlich auf keiner Anlage fehlen. Ja. Da kommen bestimmt noch weitere. Jetzt lassen uns mal überraschen, worüber wir uns nächstes Jahr unterhalten, welche Formneuheiten dann noch kommen. Von der Firma Albert Modell, die auch zu Lemke gehört, kommt ein Schiebewandwagen mit besonders interessanter Beschriftung, kann ich nicht sagen, mit Alterungsspuren und Graffiti. Genau, die Graffiti-Version, das war ja immer schon ein Thema, was wir eigentlich immer ganz cool fanden, weil Graffiti macht eine Anlage bunter und ist auch eben authentischer, weil heutzutage findet man an jedem Zug irgendeinen Wagen, der mit mehr oder weniger schönen Graffitis oder Kunst, wie man auch sagen kann, bemalt ist. Albert Modell ist ein ungarischer Hersteller, mit dem wir schon mal eine Serie Graffiti-Wagen herausgebracht haben. Diese Wagen sind auch limitiert auf 250 Stück, sind beidseitig mit unterschiedlichen Graffitis bedruckt, die absolut authentisch sind, also so auch im Original fahren. Und das Interessante hier ist, dass diese Künstlergang sich diese Wagen vornimmt, aber dann die Wagenzugschilder, also die Wagenbeschriftung, komplett frei lässt, weil dann die Chance um ein Vielfaches größer ist, dass die Wagen einfach nicht gereinigt werden und die Graffitis eben langfristig auf den Seiten bleiben. Für uns bzw. Albert Grund genug zu sagen, wir machen mal was Neues, wir zeigen mal die Graffiti-Wagen und ich glaube, ist auf jeden Fall ein Hingucker auf jeder A0-Anlage. Da bin ich mir sicher. Dann danke ich Ihnen für dieses kurze, knackige Interview, für die Einblicke in die Neuheiten. Wir hoffen, Ihnen hat dieses Interview gefallen. Wir wünschen viel Spaß mit dem Hobby Modelleisenbahn und natürlich viel Spaß mit den Lemke-Neuheiten. Vielen Dank.